Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf der Felsbrunn und seht ihr dort unsere Geldscheine hängen? Wir brauchen sie nur noch einsammeln. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar mit dem Ruskimasch. Na gut, nicht wir, das macht wieder Joe. Mann, ist der dreckig. So. Ich hätte doch von der Seite einsteigen müssen. Okay. Einschalten das Ding. Jawohl. Oh, jetzt gibt's Rabatz hier. Ja, läuft. Und wir machen uns vom Acker. Viel Spaß, Johnny. Und wir bereiten unseren Anhänger vor. So, hopp, hopp, hopp. Hier steht ein Anhänger. Hatten wir nicht mal zwei gehabt? Hier ist der Kercher. So, wo ist A, der große Traktor? Ach da! Haben wir ja schon alles vorbereitet. Ha! Wie jetzt? Meinst du mich oder den Russen? Oh, dieser Hügel muss weg. Okay. So. Reicht das so? Ja, da kommt doch jeder durch. Okay. Während wir auf Johnny warten, haben wir wieder Zeit, im Katalog zu blättern. Es sind ja ein paar neue Mods dazugekommen. Und wir können ja mal schauen. So, stärkeren Traktor werden wir uns eigentlich nicht leisten können. Den hier könnten wir uns leisten, nur den will ich nicht fahren, der ist so höllisch laut. Und die hier gibt es nicht mit Pflegebereifung. So, was mich aber interessiert, wäre mal ein neuer Anhänger. Wir haben diesen hier aufgepowert auf 12.000 und den gibt es auch für 12.000, sprich 1 Euro pro Liter Fassungsvermögen. Weil der HW80 war uns ja zu klein. Hier sind wir bei 14.000 für 19. 21 für 27. Also hier 21.000 für 27. Wir brauchen, wenn wir zwei Anhänger ersetzen wollen, müssen wir mindestens 24 Volumen drin haben, wa? Oh, da kommt Johnny. Seht ihr das? 31 für 35. Also ich glaube, so günstig wie unser Stroutmann hier ist kein anderer. Ah, jetzt habe ich nichts eingestellt. So. Du kannst überladen. Oh, das Feld ist zu klein. Was war das jetzt, Johnny? Tschüss. Okay. Das war ja jetzt wohl nix. Wow.
So. Jetzt machen wir gleich noch einen Versuch, Johnny. Kann ja nicht angehen. Wie sieht's eigentlich hier aus? Du erntest. Okay. Bodenbeschaffenheit. Benötige ich schon wieder Kalk? Okay. Was machst du da? Hallo? Zählt der nicht als Fruchtzerstörung? Ich dachte, der würde das jetzt alle plattfahren. Na, lad auf! Ah, jetzt. Oh, der hält aber sogar an. Ja, das finde ich ja nett. Da kommt ganz schön was raus. Danke. So. Ah, weg ist er. Gut, wunderbar. Ach, wir haben uns hier immer noch nicht um die Baumstumpen gekümmert. Muss ich auch mal. Okay, dann blättern wir mal wieder im Katalog. So, hier waren wir für 21.000. Also wenn wir hier 12.000 drin haben, müssen wir 24.000. Würde der nicht in Frage kommen. Dann wäre frühestens der Joskin für 31.000. Für 31. 24 kriegen wir raus. Ah ja, die kosten 35.000, 60.000, 70. Die können wir vergessen. Ist es ein Ladewagen? Der kann ja bloß die Hälfte transportieren. Hackschnitzel und so ein Zeug. Das ist ein Ladewagen. Die hier wären ja eine Idee. Bloß irgendwas stimmt mit denen noch nicht. Die können. Irgendwie kann man die nicht ziehen. Keine Ahnung warum. Ich habe es probiert mit dem Trecker, da kommt ja kaum noch vom Fleck. Also irgendwas ist bei diesen Dingern noch buggy. Und ich habe von Mods nicht so viel Ahnung, dass ich da nachgucken kann, was. Sieht eher aus, als ob man dafür einen 500-Tonnen-Trecker braucht, um das Ding vom Fleck zu ziehen. Ja, bleibt der Fliegel. Für 18.000 Liter kostet der 14.000. Ach so, Kapazität 5.000. Bei 18.000 kostet ihr schon 21. Wäre ein Rückschritt. Ja, wobei. Ja, doch. Das ist ein Rückschritt. Das wäre Ballenwagen. Den will ich aber nicht. 5.000 Liter. Der hätte 18.000 statt 12.000. Ja. 18 und 21, naja, wir bräuchten wieder zwei. Davon will ich ja gerade weg. Also bliebe uns eigentlich der Joskin. Als günstigstes Angebot. Damit kommen wir auf 31 statt 24, die wir jetzt haben. Haben nur einen Anhänger. Und kostet aber statt 24, 35. Also müssen wir 15.000
Quatsch. 11.000 drauflegen. Ist eine Idee. So. Pass auf, Johnny. Wir ernten jetzt mal fröhlich ab. Dann nehme ich mir die beiden Anhänger und hol den großen. Hey. Einschalten. Danke. So. Ran hier. Kuscheln kommen. Funktioniert doch. So. Schon 3.000 Soja rausgeholt. Das finde ich gut. Ups. So, stopp. Klappt das so? Jawohl. Überladen starten. Danke. So, jetzt greifen wir uns den zweiten Hänger. Toll, kriegt sie mal wieder nichts. Hopp. Moment, der Arsch muss darum. So. Jawohl. Randale leuchtet an. Da ist er. Oh. Ja. Okay. Die Idee war eigentlich, dass er sich die Position merkt, wenn man auf den Traktor umsteigt, wo die Mauseinstellung war. Dass er sich jetzt merkt, dass ich da hinten geguckt habe, ist natürlich blöd. Dann nimmt er natürlich wieder alle Bäume mit. Wow. Ich kann heute nicht fahren. Egal. Ich kaufe mir jetzt den großen Joskin. So. Dazu fliegen die Kleinen weg. Und wir kaufen uns einen großen. Da kann ich gleich noch eine neue Motto ausprobieren. Stopp. Und zwar irgend so ein Tabber. So, wenn ich jetzt mit der Tab-Taste drücke. Ah, Zustand. Wert 6,3. Reparieren für 10 Euro. Ja. Wert? Naja, 6,391. Also die 10 Euro hat es nicht gebracht. Ja. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Nein? Ja. Für 10.000. Für 4 Euro reparieren für, was haben wir, 371? Naja. Weg. 10.000 haben wir gekriegt, 34 haben wir bekommen. Jetzt holen wir uns den Anhänger. Ernsthaft? 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 Willst du mir das wirklich erzählen? Okay. Jetzt bin ich am Eimer. Aber das sollte nicht das Problem sein, weil dieses Mistding hier haben wir doch eigentlich noch nie benutzt, wa? Den will ich loswerden. Für 20.000.
Jetzt könnte ich schon wieder. Okay, Johnny. Hör auf zu meckern. Ich komme gleich mit einem neuen Anhänger. Guckt einer? Nee, gut. Ab über den Acker. Ich verkaufe jetzt den Flug. Nee, das ist ein Grupper. Meine Sämaschine. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn dieses Stara-Ding? Da hinten. So. Wow. Das jetzt. Na nu, wo hat denn den Kescher stehen? Ich will das Gerät nicht zuerst auffüllen, Mann. Ich will das Gerät, sauber machen und verkaufen. So, damit es aussieht. Flug noch schnell. Und dann glänzt er wieder wie neu. So. Trecker können wir auch gleich mal machen, wenn wir schon mal hier sind. So. Reifen. Alles klar. So, wir verkaufen jetzt dieses Ding hier. Kaufen uns den Joskin, den großen. Und tanken damit. Hat der uns gerade gerammt? Junge, 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 die fahren hier. Was blinkt da unten blau? Scheune. Das ist doch Preise irgendwas, wa? Wo sind die Preise hier? Hier. Da. 141. Für Silageballen. Ah ne, das ist Silage. Das Gras, Heu, Stroh. Heu ist das. Ja. Klingt gut, habe ich aber nicht. Dazu bräuchte ich nämlich einen Zetter, dazu bräuchte ich einen Schwader. Ein Rasenmäher habe ich und einen Sammelwagen auch. Ne, ist nicht. So. Weg mit dem Starer. Herr Händler, das Ding können Sie wieder haben. So, Tam. Oh, jetzt kann ich gucken. 24,19. Reparieren für 50 Euro. Ja, 24,8. Also es lohnt sich nicht. Wurde verkauft. Und nun hätte ich gerne einen neuen Anhänger. Was habt ihr denn im Angebot? Den 39.000? 31.000. Trelleborg oder Michelin? Trelleborg. Der sieht besser aus. Können wir noch irgendwas konfigurieren? Nein. Kaufen. Jawohl. Danke. Tschüss. So, 35.000 ausgegeben.
Guckt euch mal dieses Prachtstück an. Und wir müssen nicht mehr mit dem Zug koppeln, sondern wir haben... Hey! Sondern wir haben die ganze Lade... Transspace 8027. Okay. Wir haben die gesamte Ladekapazität jetzt in einem Anhänger. Das finde ich gut. Ah, der muss aber ganz schön ziehen. Johnny, wie geht's dir? Wo ist denn der? Da hinten. Oh, der ist ja mit dem Feld fast fertig. Der ist mit dem Feld schon fertig. Und macht gleich das nächste. Gut von dir, Johnny. So mag ich das. Okay. Würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Wow. Und nächstes Mal probieren wir dann den Anhänger aus. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und see you later.